Wie finde ich schnell heraus, mit welcher Version des SQL Server ich es auf einem unbekannten System zu tun habe? Genau diese Frage werde ich in diesem Video beantworten. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich befinde mich nun im Management Studio und habe zwei Möglichkeiten, wie ich die SQL-Version bestimmen kann. Möglichkeit Nummer 1 ist der Weg über das Menü Hilfe, About und erhalte ein neues Fenster, in dem ich im letzten Abschnitt die Systemnummer bzw. die Bildnummer des SQL Servers ablesen kann. Möchte man jedoch mehr Informationen aus dem SQL Server wissen, dann empfehle ich Möglichkeit Nummer 2. Diese kann ganz einfach über eine neue Abfrage mit dem Befehl select add Version ausgeführt werden und erhalte als Ergebnis die komplette Information über den SQL Server. In diesem Fall handelt es sich um eine Developer-Edition 64-Bit, Windows 10 Home und mit der Bildnummer 18.3.62. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Tschüss und bis bald.